Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur ersten Sendung Gesundheit Gespräch, ehemals Gesundheit Talk. Mit dem neuen Start von TV Südostschweiz hat diese Sendung da nicht nur ein neues Layout, sondern auch einen neuen Namen bekommen, eben Gesundheit Gespräch. Außer dem Namen ändert sich aber nichts. Ich werde auch weiterhin mit Experten die verschiedensten Themen rund um Gesundheit diskutieren. Heute geht es um das Thema Hirnschlag. In der Schweiz sind pro Jahr je nach Schätzung zwischen 13.000 und 16.000 Menschen von einem Hirnschlag betroffen. Das ist nach Herzkrankheiten und Krebs die dritthäufigste Todesursache. Was ist ein Hirnschlag? Wie wird er behandelt? Und was können die neuen Stroke Units auf hirnschlagspezialisierten Abteilungen in den Spitälern? Diese Fragen beantworten sollen der Dr. Silvan Albert, leitender Arzt Neurologie, und der Dr. Martin Liesch, leitender Arzt Innere Medizin. Beide miteinander leiten die neue Stroke Unit am Kantonsspital. Herzlich willkommen. Und ebenfalls begrüßen möchte ich Frau Anita Michael. Sie hat vor 3 Monaten einen Hirnschlag erlitten. Auch herzlich willkommen. Herr Liesch, ein Hirnschlag, die meisten wissen davon oder haben das schon mal gehört. Aber was ist ein Hirnschlag genau? Der Hirnschlag ist entweder eine Durchblutungsstörung des Hirns, weil ein Gefäß verschlossen ist, oder eine Hirnblutung, die auch dazu führt, dass im Areal, wo die Blutung entsteht, durch die Blutung im Hirn schlussendlich gestört wird. Es gibt verschiedenste Ursachen, dass so ein Gefäß auch verstopft werden kann. Was sind da die häufigsten Gründe? Die Durchblutungsstörung ist der häufigste Grund der Arteriosklerose, die Veränderung der Arterien im Laufe der Zeit, die dazu führt, dass es Einengungen gibt von den Arterien und in diesem Rahmen auch zu Verstopfungen kommen kann. Von der Blutung ist eigentlich der hohe Blutdruck die Hauptursache, die dazu führt, dass Gefäße verletzt oder geschädigt werden und dann zu Hirnblutungen führen können. Es ist im November die neue Stroke Unit am Kantonsspital eröffnet worden. 6 Betten, eben spezialisiert auf Hirnschläge. Bis anhin sind die Patienten auf dem Notfall, auf der inneren Medizin behandelt worden. Jetzt auf der Stroke Unit. Was sind da die Vorteile? Also die Hauptvorteile der Stroke Unit sind sicher, dass man die Patienten alle sammelt dort im Spital, dass sie nicht mehr verteilt sind auf die verschiedenen Abteilungen und dass man so auch die Patienten viel einheitlicher und mehr aus einem Guss betreuen kann. Es ist sehr interdisziplinär und dort ist sehr wichtig, dass die Prozesse für alle Patienten gleich sind. Und da sind Ärzte von der inneren Medizin und Neurologen zusammen am Arbeiten. Wer einen Hirnschlag hat, der soll sofort ins Spital. Ich glaube, das kann man schon mal voraussagen. Viele Leute wissen aber gar nicht, habe ich jetzt einen Hirnschlag oder habe ich keinen. Die Schweizerische Herzstiftung hat eine Grafik erstellt, die können wir uns zusammen anschauen. Da geht es um den Symptomcheck, FAST heisst der. Ist es wirklich so einfach, einen Hirnschlag zu erkennen, wie es da auf der Grafik dargestellt wird? Ja, es ist natürlich so, dass die Hirnfunktionen sehr vielfältig sind und auch verschiedene Symptome bei Hirnschlägen auftreten können. Trotzdem orientiert sich die Grafik mal an dem häufigsten Hirnschlag. Das wäre eine Durchblutungsstörung im Bereich der mittleren Hirnarterie. Und da ist diese Grafik tatsächlich sehr hilfreich, damit ja, nicht medizinisch ausgebildete Personen Hirnschlagsymptome erkennen können. Also, Phase heißt das, also genau. Ist ja nach fast, also nach schnell, das englische Wort, genau. F wie Phase. Genau, also fast soll natürlich heißen, dass die Personen dann auch alarmiert sind und wissen, jetzt kommt es wirklich darauf an, schnell zu handeln und nicht vielleicht abzuwarten, gehen Beschwerden wieder weg oder erst, sage ich mal, den Hausarzt sehr viel später aufzusuchen. Und wenn man diese einzelnen Punkte durchgeht, dann ist das erste halt Face, also Gesicht. Und tatsächlich haben solche Patienten mit so einem Hirnschlag im Bereich der mittleren Hirnarterie oft ein asymmetrisches Gesicht mit einem schiefen, hängenden Mund. Und das kann man zum Beispiel beim Verdacht, kann man seinen Angehörigen bitten, zum Beispiel stark zu lächeln. Und dann sieht man eine Asymmetrie des Gesichts. Und das wäre dann ein Hinweis auf eine Halbseitensymptomatik halt. Und weitere Sachen sind eben der Arm, den man nicht mehr bewegen kann, oder auch die Sprache, wo man plötzlich nicht mehr reden kann. Genau, also ist beim Arm könnte man den Angehörigen bitten, beide Arme hochzuhalten. Und wenn das nicht geht oder stark unterschiedlich ist oder der Arm wieder absinkt, wäre das auch ein auffälliger Befund. Jetzt ist es erstaunlich, dass jeder Hirnschlag soll diese 3 Symptome haben, also das Gesicht, der Arm und die Sprache. Ist das wirklich so? Jeder Hirnschlag die gleiche Symptome? Nein, das kann man so nicht sagen, aber es geht jetzt darum, die Bevölkerung zu alarmieren, auf die Problematik auffällig zu machen und mit einem relativ einfachen Mittel einen möglichst großen Bereich von Hirnschlägen abzudecken. Aber es gibt natürlich auch viele andere Symptome von Hirnschlägen, die
die damit jetzt nicht abgedeckt sind. Trotzdem werden dort ganz wesentliche Systeme abgefragt und darum ist es ein wertvolles Vorgehen, sich so zu orientieren. Halt, ne? Frau Michael, morgen vor 3 Monaten, gell, Sie haben Sie den Hirnschlag erlitten. Wir dürfen sagen, Ihnen geht es wunderbar, darum haben Sie auch zu uns kommen und davon erzählen. Erzählen Sie mal, wie ist das bei Ihnen dort abgelaufen im Februar? Ja, ich bin am Morgen so 20 vor 5 Uhr verwachen, bin ich so auf dem Rücken gelegen. Und dann habe ich gemerkt, dass hier von den Achseln führen in den Fingern wie einschlafen tut. Und dann habe ich gedacht, komisch, ich liege ja nicht drauf. Jetzt sitze ich an den Bettrand und dann tut es dann kräuseln an den Fingern. Weil ich das so früher überlebt habe, wenn ich das Wappbogen hatte. Dann hat es aber nicht gekräuselt. Dann bin ich früher gelaufen zum WC. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mein rechtes Bein so nach außen schwenken tue. Und das war für mich sofort ein Alarmzeichen. Ui, das ist etwas vom Hirn aus, dass das nicht kontrollierbar ist, das Bein. Dann habe ich so überlegt und dachte, ja, jetzt rufe ich meiner lieben Nachbarin an, die den Schlüssel hat. Und sie ist dann sofort gekommen. Aber ich muss sagen, ich wollte dann die Nummern aufschreiben, die Telefonnummern, und das ist also nicht gegangen. Ich konnte nicht die Faust machen. So wie man es hier auch sehen auf dieser Grafik, dass man den Arm nicht mehr bewegen kann. Ja, sie ist dann gekommen und hat dann auch gesagt, also da müssen wir ins Spital gehen, weil sie langjährige Samariterin war. Und ich habe mich dann so provisorisch angelegt, das ist gegangen, aber ich hatte einfach nicht richtig Kraft im Arm. Dann hat sie einen Nachbarn angerufen, der ist mit uns ins Spital hochgefahren. In Tausis ins Spital, weil das in der Nähe ist. Und dort weiss ich noch, dass eine Notfallschwester den Rollstuhl gebracht hat und ich konnte dort reinsitzen. Und ich war wie erleichtert, aha, jetzt kann ich mir geben. Aber reden haben Sie denn noch können? Ich konnte reden können und hatte auch keine Schmerzen. Aber einfach wie müde bin ich. Ja. Gut. Herr Liesch, bei Frau Michael war es sehr früh am Morgen, der Hirnschlag. Ist das eine Zeit, in der Hirnschläge am meisten passieren? Oder gibt es da keine statistische Auswertung? Es gibt keine Statistik, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ein Hirnschlag häufiger auftritt. Aber es ist natürlich so, dass in der Nacht zum Teil so Störungen auftreten können. Manchmal verwacht man und hat Symptome, manchmal treten sie gerade beim Verwachen auf. Also man hat oft das Gefühl bei Patienten, die verwachen mit Symptomen, dass sie wahrscheinlich gerade eben wegen dem Hirnschlag verwacht sind. Gut, jetzt kommt ein Patient wie Frau Michael ins Spital, ins Stroke Unit zu Ihnen. Was macht man zuerst? Man muss ja wissen, ist es überhaupt ein Hirnschlag? Was wird gemacht? Also der Ablauf wäre wirklich als erstes, dass man fragt, was ist überhaupt passiert und nach Möglichkeit, dass man auch genau festlegen kann, wann sind die Symptome aufgetreten, dass man auch weiß, in welchem Zeitbereich nach dem Auftreten befindet man sich, dann ist es für uns ganz wichtig zu wissen, welche Medikamente werden eingenommen, zum Beispiel bestimmte blutverdünnende Medikamente. Wir nehmen dann auch sofort Blut ab, um bestimmte Parameter zu testen. Und dann ist aber schon bald ein ganz wichtiger Punkt im Anschluss auch an eine neurologische und internistische Untersuchung, wo wir versuchen, die Defizite mit klinischen Tests zu erfassen, dass wir halt eine Schichtaufnahme vom Hirn machen. Das ist meistens in der Notfallsituation die Computertomographie, die halt sehr schnell. Und da sieht man, ob es ein Hirnschlag ist, relativ schnell. Also vor allen Dingen geht es darum, erstmal zu unterscheiden. Herr Liesch hat es am Anfang ja gesagt, der größere Teil ist ja die Mangeldurchblutung, der kleinere Teil die Hirnblutung, also dass ein Gefäß zerreißt und ein Bluterguss in das Hirngewebe auftritt. Und das ist erstmal eine ganz wichtige Unterscheidung, weil die Behandlungsmethoden dann auch sehr unterschiedlich sind danach. Und diese Aussage können wir mit der Computertomographie dann machen. Es gab bei der Frau Michael hat man als erstes eine Thrombolyse gemacht, wenn das richtig ist. Das ist medikamentös, da der Pfropf, wo das Hirn oder das Areal verstopft, da auflösen. Wie funktioniert das genau? Genau, also der Begriff Thrombus ist ja das Blutgerinnsel und Lyse heißt auflösen. Also es ist eigentlich eine gerinnselauflösende Therapie, die man über die Vene geben kann, also ganz normal wie eine Injektion. Und diese Therapie können wir aber nur in den ersten 4,5 Stunden machen bei Patienten. Und natürlich ist auch klar, je schneller man das macht, umso höher ist der Erfolg der Therapie, weil je länger
die Zeit verstreicht, umso mehr Hirngewebe kann auch geschädigt werden. Da haben wir auch noch eine Grafik dazu, eben, wieso dass die Thrombolyse so schnell muss passieren. Wir haben ja vorher auf der Grafik gesehen, fast, das muss sehr schnell gehen. Also das T steht für Time. Wenn man einen Hirnschlag hat, möglichst schnell ins Spital. Die Grafik, was sieht man da, was bedeutet das? Genau, also diese Grafik gilt jetzt besonders für große Hirnschläge, wo sehr relevante Hirnarterien betroffen sind. Es mag auch andere Arten von Mangeldurchblutung geben, wo vielleicht noch andere Gefäßversorgung eine Rolle spielen. Aber es ist ein ganz wertvolles Konzept, um sich dieses Prinzip klarzumachen. Wir sehen am Anfang auf dem ersten Bild, dass im Prinzip sofort, nachdem das Gefäß verschlossen ist, eine ganz gravierende Funktionsstörung auftritt. Und das ist praktisch der ganze Bereich, also der schwarze Punkt in der Mitte und auch der grüne Punkt herum. Also diese Hirnareale arbeiten nicht mehr und führen eben gerade dann dazu, dass die Motorik, die Sprache und eben das schiefe Gesicht vorhanden sind. Und der schwarze ist der, wo auch kaputt bleibt, da kann man genau. Nicht gesund machen. Und schon relativ rasch kommt es zu einem sogenannten Infarktkern. Das ist wirklich das Gebiet, was ganz autonom nur von diesem Blutgefäß versorgt wird und was dann sofort auch stark geschädigt ist. Je länger dann die Zeit, oder vielleicht um es noch zu sagen, würde man das Blutgefäß dort wieder eröffnen, dann würde die Funktion zurückkehren und tatsächlich wäre der eigentliche bleibende Schaden sehr, sehr klein, eben nur der schwarze Punkt, wie Sie auch gerade gesagt haben. Je länger man dann wartet oder auch wenn keine Therapie möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, umso größer wird dann dieser Infarktkern, also die schwarze Zone, die halt letzten Endes dann auch eine starke Gewebsschädigung halt anzeigt. Darum ist es sehr wichtig, dass man sehr schnell reagiert bei einem Hirnschlag, dass man eben da die Zeit kann ausnutzen kann, wo man eben noch viel kann wieder heilen kann. Genau. Frau Michael, bei Ihnen hat man auch das CT gemacht. Bei Ihnen was ist der Grund für den Hirnschlag bei Ihnen? Also von medizinischer Seite ist mir gesagt worden, dass ich bei den Halsschlagadern Ablagerungen habe, also nicht Verengungen, aber vor allem links habe ich feste Ablagerungen. Also eine Arteriosklerose, die Sie erlebt. Die Ablagerungen sind eben, in dem Fall geht man davon aus, dass so kleine Partikel wegspicken eigentlich mit dem Blut mitströmen und dann ein kleines Gefäß können verstopfen im Hirn und so zum Schlaganfall führen. Sie sind ja morgen um die 7, 8 glaube ich, im Spital gewesen, oder ja. Um die 9 Uhr. Und nachher, wie ist es weitergegangen? Wann haben Sie wieder zum Spital rausgekommen? Am 7. sind wir schon da in Chur gewesen. Das habe ich gesehen. Ja, bin ich ganz überrascht gewesen, so gut 2 Stunden später. Und was wunderbar war, ist, also nach meinem Gedächtnis her, ist etwa am 9. Also habe ich gemerkt, dass jetzt wieder wie Wärme und wie ein Schwall Wasser führen in die Finger und beim Bein auch ist die Kraft wieder rausgeströmt bis in die Sehenspitze. Und ich konnte Faust machen, das habe ich natürlich Faust machen ist Ihnen wichtig, ja. Gell? Das ist wichtig, dass Sie den Herr Lieschen können boxen ja. Maschine. Ja, genau. Das ist von dieser Thrombolyse hat das also schnell, sehr schnell wieder aufgelöst. Ja. Haben Sie dann noch weitere Therapien müssen machen? Also ich hatte dann schon auch Physiotherapie und Ergotherapie gehabt. Aber eben, ich habe ganz starke Infusion gekriegt mit Blutverdünnungsmitteln. Das ist mir auch gesagt worden. Und dann am Vormittag konnte ich dann ja laufen Vormittag ins Zimmer können und habe 24 Stunden im Bett Ruhe haben. Das war alle Stunde, ist dann eine Schwester gekommen, die Pillen da kontrollieren. Auch in der Nacht hat sie sich entschuldigt, dass sie mich immer wieder wecken muss. Und die Physiotherapeutin ist dann gegen Mittag, also am anderen Tag, gekommen, helfen, dass ich an den Bettrand konnte sitzen, das erste Mal, und die Füße wieder an den Boden. Sicher und ein dann, gutes Gefühl gewesen, wieder können sitzen. Ja. Und am Nachmittag ist sie dann auch wieder gekommen, konnte ich dann aufs WC, ein bisschen waschen. Also, ja. Herr Liesch, Frau Michael hat es angesprochen, Ergotherapie, Physiotherapie. Sie haben ja gesagt, dass man früher einfach die Leute mehr oder weniger ruhig gestellt hat, also ins Bett liegen, ruhig sein. Heute ist das nicht mehr so. Nein, heute ist es ganz anders. Und so das Zeitargument, das wir schon ganz am Anfang eigentlich haben, bevor die Patienten überhaupt ins Spital kommen, das Zeitargument, das ist immer im Spital auch. Also zu jedem Zeitpunkt der Behandlung ist eigentlich eine frühere Behandlung wertvoll. Und so ist es auch mit der Mobilisierung. Wobei es ist wirklich so, dass wir 24 Stunden
einhalten, wo man Patienten im Bett liegen lassen. Und dort ist die Idee davon, dass durch die Flachlagerung das Hirn möglichst optimal zusätzlich durchblutet wird in der ersten kritischen Phase, wo sie so sicher noch labil ist von der Durchblutung. Und dann aber nach 24 Stunden die Therapie wirklich anfangend. Und eigentlich dann, Frau Michel hat einen sehr schönen Verlauf gehabt, dass sie schon fast keine Symptome mehr hatten, zum Zeitpunkt der Therapie wahrscheinlich vorbeigekommen sind. Normal hat man dann natürlich oder kann durchaus noch Symptome haben. Und dann fängt die Therapie an und die soll so aggressiv sein wie möglich, so intensiv sein wie möglich. Also nicht mehr einfach bewegen und üben und turnen und mobilisieren. Aber die ersten 24 Stunden sind so ein bisschen eine andere Phase. Frau Michel, Sie machen den Eindruck, Ihnen geht es wunderbar. Ich glaube, das Einzige, was Sie müssen, Sie müssen Medikamente nehmen. Blutverdünner, ist das richtig? Oder ja, was ist das? Aspirin Cardio. Zuerst habe ich im Monat 300er und nachher dann 100er. Und das wird jetzt mich lebenslänglich begleiten, scheinbar. Gott, und dann habe ich auch noch ein Medikament für Cholesterin, weil das müsste ganz, ganz tief sein. Also das kann nicht einfach im normalen Bereich sein. Genau. Hoher Cholesterinspiegel ist Grund für Arteriosklerose und bei Ihnen in dem Fall für den Hirnschlag. Ja, das ist ein sehr guter Verlauf, Sie haben es gesagt, Herr Liest. Das ist nicht unbedingt die Regel. Was gibt es für Komplikationen nach einem Hirnschlag? Also die Patienten sind natürlich oftmals behindert, auch nach einem Tag noch. Das unterscheidet sich ein bisschen bei Frau Michel, dass sie sich so früh so gut erholt hat. Und dann geht es sicher darum, dieses Defizit mit Physio-Ergo Logotherapie zu behandeln und dann auch je nachdem einen stationären Rehabilitationsaufenthalt noch anzuschliessen ans Spital da, auch wegen der funktionellen Erholung. Könnte es sein, dass ich nicht mehr recht reden hätte können? Also, das kommt auch darauf an, das kann natürlich je nach Areal, das betroffen ist, könnte es sein, dass man Schwierigkeiten hat mit dem Reden. Dass man auch halt länger noch diese Schwäche hat, dass das nicht so schön in einen Wasserfall wieder alles auf einmal zurückkommt. Das gibt es durchaus auch. Und man rechnet etwa mit einem Drittel der Patienten, die langdauernd noch so behindert sind, dass sie auch Unterstützung brauchen im Alltag. Und ein Drittel erholt sich ganz gut, wie Frau Michael. Und ein Drittel erholt sich, aber behaltet gewisse Defizite. Und eben ein Drittel, wo es nicht überlebt. Der dritte Drittel sind die, die eben Unterstützung brauchen. Ah, also Unterstützung. Im Alltag auch. Also, ja. Gut, wir haben gehört, sie muss jetzt Medikamente nehmen gegen Cholesterin, gegen also Blutverdünner. Was gibt es da noch andere Mittel, dass man einen weiteren Hirnschlag vermeiden kann? Also das sind schon die beiden Hauptmedikamente eigentlich. Weil die Hauptursache, dass also es Sklerose ist, ist die Cholesterinsenkung, das Aspirin als in Anführungszeichen Blutverdünnung. Je nachdem, das Vorhofflimmern ist auch häufig eine Ursache bei den älteren Leuten. Dort gibt es eine richtige in Anführungszeichen, Blutverdünnung mit dem Marcomar, wie man kennt, oder einem von den neueren Medikamenten. Das sind die drei hauptsächlichen. Was immer auch sehr, sehr wichtig ist, wenn es vorhanden ist, ist, dass man einen hohen Blutdruck sehr streng eigentlich auch gut einstellen tut. Und dann gibt es dort je nachdem auch noch blutdrucksenkende Medikamente. Es wäre noch besser, wenn man die Hirnschläge könnte vermeiden könnte. Ich habe gelesen, dass man ein Drittel bis 50% der Hirnschläge könnte vermeiden in der Schweiz. Was sind die Risikofaktoren, vielleicht Herr Albert, für einen Hirnschlag? Ja, also erstmal sind das die ganz normalen Risikofaktoren, also hoher Blutdruck, Fettstoffwechselstörung, Zuckerkrankheit, aber auch Bewegungsmangel, falsche Ernährung. Und dann gibt es halt bestimmte Erkrankungen, die zu eben dem Thrombus führen können. Einmal können Thromben beim Hirnschlag vom Herzen ausgehen. Da ist eben vor allen Dingen das Vorhofflimmern, also eine spezielle Herzrhythmusstörung, die Herr Liesch gerade schon erwähnt hat, wichtig. Aber es kann auch sein, dass sich solche Thromben von Seiten der Herzklappen oder auch beim Herzinfarkt, also wenn jemand vorher einen Herzinfarkt hatte, dann bilden können. Das ist eine recht eindrückliche Zahl, oder? Ein Drittel bis 50% könnte man vermeiden. Was sagen Sie, ist das realistisch? Definitiv. Ein anderer Punkt sind zum Beispiel auch Verengungen der Halsschlagadern, die dann aber anders als bei Ihnen eben dazu führen, dass wirklich eine Verengung so stark ist, dass der Blutfluss gestört ist. Dort würde man auch eine Operation oder eine andere Form der Aufweitung machen. Und wenn man das korrekt macht, man weiß, wenn man es nicht machen würde, hätten allein in den ersten 2 Wochen 20% der Patienten wiederum einen neuen Hirnschlag. Also das sind sehr hohe Zahlen und auch hohe Zahlen von Hirnschlägen, die man verhindern kann durch eine Schutzbehandlung eben. Gut, wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung. Herr Liesch, noch Ihr wichtigster Tipp für den Patienten in Bezug auf einen Hirnschlag, was muss man beachten? Also das Wichtigste ist, dass durch das Verhindern
von einem Hirnschlag, indem man nicht raucht, indem man schaut, dass der Blutdruck gut eingestellt ist, dass der Blutzucker und Diabetes gut eingestellt ist, kann man sehr wirksam einen Hirnschlag verhindern. Und das ist sicher die beste Behandlung von einem Hirnschlag, wenn man ihn gar nicht kriegt. Wenn man ihn hat, ist wichtig, dass es, wie bei der Frau Michael, dass es sehr schnell geht, dass der Betroffene oder seine Angehörigen erkennen, um was es geht und dann auch wissen, wie handeln. Sprich, dass sie möglichst schnell in ein Spital gehen, wo die Krankheit behandeln kann. Für die Angehörigen ist es eigentlich dem schwieriger, Albert, der wichtigste Tipp für die Angehörigen in so einem Fall? Ich denke, dass man wirklich wachsam ist, dass man nicht, wenn wirklich Beschwerden da sind, dass man die nicht einfach unter den Teppich kehrt, sage ich jetzt mal. Man hat immer die Neigung, vielleicht zu sagen, ja, das wird schon wieder besser und so weiter, sondern man sollte das wirklich sehr, sehr ernst nehmen, wenn Dinge auftreten, die man sich so nicht erklären kann, und dann auch nicht zu lange warten, sondern dann auch das ärztlich beurteilen lassen. Halt. Frau Michael, was ist für Sie wichtig, nachdem Sie den Hirnschlag erlitten haben? Also ich habe vom Herrn Dr. Liesch den Tipp gekriegt, um eine halbe Stunde täglich in der frischen Luft mich zu bewegen. Und das finde ich ist gerade so wichtig wie die medikamentöse Behandlung. Bin ich dankbar dafür, ja. Bewegung tut uns ja allen gut. Ja. Gut, das wäre es für heute. Denken Sie bei einem Hirnschlag an die Grafik FAST, F für Face, A für Arm, S für Speech und T für Time. Und nicht vergessen, Nummer 144 so schnell wie möglich anrufen. Und dann stehen die Chancen sehr gut, dass Sie so gesund wie Frau Michael wieder zum Spital rauslaufen. Frau Michael, vielen Dank, dass Sie da sind und weiterhin alles Gute. Danke auch Dr. Liesch und Dr. Albert, dass Sie da sind und Auskunft gegeben haben. So viel Gesundheitsgespräch für heute. Bleiben Sie gesund. Ade miteinander.